Okay, die ersten Erwachsenen. Okay, Sven ist gerade auf dem Weg weg. Wenn ich mir überlege, wie viel 100 Jahre einige hier sein müssen. Zum Glück gibt es keine Altersschwäche. Das ist dann eher was für Black and White. Und andere Göttersimulationen. Ja, Gold kommt hier langsam sehr gut rein. Wie geht's Sven so? Ah, Sven ist gut, gesund. Wow, hast du einen Bart. Mal, hier komme ich mit richtigen Bärten zur Welt, ey. Wobei, hier, Lodin hat auch einen ordentlichen Bart. So, ein Kind fehlt noch. Können wir aber schon mal anfangen. So, drei Stück sind hier, einer fehlt noch, das heißt, die Hälfte haben wir schon mal wieder ausgebildet. Vielleicht mehr als die Hälfte. Das heißt, wir warten, dass Sven schon wieder auf dem Rückweg ist, das ist gut. Ach, sie eigentlich nicht. Egal. Wo ist Sven gerade? Noch im lauen Wäldchen. Okay. Müssen ja auch warten, bis er noch erwachsen wird. So, Stroller ist erwachsen, gut. So, brechen wir das nochmal kurz ab und warten, dass Sven... Der Pfarrei steht schon seit einer Weile leer, ist ja kein Problem. Geschirr haben wir mehr als genug gerade. Oh, das war Svens Frau, gell? Ja, das ist Svens Frau. Okay, dann legen wir halt jetzt mal los. Sie diesmal nicht vergessen. Sven ist ja schon unterwegs. Oh, Möbel werden mal wieder knapp. Eisenwerkzeuge werden dafür etwas mehr. Oh ja, du kannst Kaserne verlassen. Kriegen wir unsere Kindchen.
Du kannst trainiert werden. So, sitzt diesmal 8. Na, 7 noch? 8, okay. Ah, wie sieht's mit Leder aus? Na. Ja, nee. Ja. Fordert ihr mal das Zelt leer, los. So, Kaserne verlassen. So, das heißt, Nahrung sollte jetzt kein Problem mehr für den sein. Gold ist auch kein Problem eigentlich. Also, dass beide Träger wieder ins Abseits laufen. Und auch hier sollte Gold kein Problem sein. Für dich wird das wieder lustig, weil du bist wieder fast am Verhungern. Zum Glück hat er da drüben noch mehr als genug Lehm. Und wir haben mehr als genug Geschirr. Ja, und du kannst wieder Holz fällen. Wie sieht's mit Öl aus? Öl ist auch noch mehr als genug da. Ihm kann ich leider nicht sagen, dass er irgendwas essen soll. Aber ja, geh lieber nach Hause und iss da. Dann kannst du auch gleich schlafen und dich mit deiner Frau unterhalten. Wobei, Unterhaltung brauchst du ja zum Glück keine. So. Ein Schwertkämpfer noch, dann haben wir unsere Schwertkämpfer, dann gibt's Bogenschützen. Und da haben wir schon unseren Schwertkämpfer. Das heißt, wir brauchen noch einmal Kinder kriegen. Yeah.
Und dann hat sich die Sache gegessen. Wir warten aber diesmal, bis alle Kinder erwachsen sind. Und natürlich diesmal wieder, bis Sven von seiner Fuhre zurück ist. Wobei Sven geht ja, glaube ich, gerade erst, ja. Ja. Yay, unser letzter Schwertkämpfer verlässt die Kaserne. Sören ist voller Stolz. Kommt nicht aus der Ecke da raus. Ah, er schläft gerade, okay. So, wie viele Kinder haben wir noch, die noch nicht erwachsen sind? Gar keine. Okay. Das heißt, wir machen jetzt Bogenschützen. Ja, wir brauchten keine Schuhe tauschen. Weil wir da unten unsere eigenen Schafe hatten. Und ja, der Wald hier wächst wirklich nicht nach und der Wald hier auch nicht. Wobei, das ist ja eigentlich hier Dschungel. Dschungel wächst nicht nach, Spiel ist realistisch. Wow, Hafgrim hat echt ordentlich gelitten. Ich glaube, ich sollte ihn in Zukunft immer essen lassen, wenn ich die Meldung kriege. Zwei so Bärenbüsche, das reicht ihm bis nach Hause. Ja, die Bärenbüsche kommt man ja leider nicht ran. Oh, der ist wieder bei 50% oben, aber trotzdem, hey. Schon ein bisschen gefährlich. Oh, Sven. Okay, Sven kommt aus dem Dschungel. Das heißt, ich kann seiner Frau gleich mal sagen, sie soll ein Kind kriegen. Und dann ist es eh nur noch auf Gold warten. Ja, Gold sollte kein Problem sein für unsere beiden Träger. Hier können ja auch eh nur maximal drei Träger arbeiten, ja. Okay, wo ist Sven gerade? Da. Gut, das heißt, wir können anfangen. Okay, waren das schon... Sieht eigentlich fast danach aus. Forced out.